Mosenrepublik. Über die Entstehung des Titels gäbe es viel zu erzählen. Abgekürzt auf die Erzählung Hesiods, der sie als Clio, Euterpe, Thalia, Melpomene, Terpsichore, Erato, Polyhymnia, Urania und Calliope aufzählte. Der mit Mosenrepublik betitelte Notenband enthält Stücke für alle Altersstufen, zum Beispiel Kinderlieder aus bekannten Fernsehsendungen wie die Augsburger Puppenkiste, aber auch Pippi Langstrumpf und der kleine Wikinger sind populär. Dazu kommen englische Lieder, die in der Grundschule gelernt werden, wie das vom Seemann, dem der Rum nicht bekam. Mary Poppins gehört eher der Freizeitgestaltung an, ebenso der Zauberer von Oz. Letzterer dürfte bereits Stoff der Oberstufe sein. Wie man an der Vielzahl der Musen sieht, erstreckt sich deren Aktionsradius auf breit gefächerte Bereiche. Filmmusik bezieht alle Gattungen mit ein. Umgekehrt wartet jeder bekannte Musiker automatisch mit Fernsehmaterial auf. Zitiert werden Rolf Zukowski, das Dschungelbuch und das Musical My Fair Lady. Das Schema beruht auf der harmonischen Vereinfachung zu einem geblockten Akkord in der rechten Hand. Dazu verdoppelt die linke Hand den Grundton im Bass oder variiert mit einer Quinte bzw. Terz. Das Thema erhält mitsamt dem Notentext ein separates drittes System. Akkordbezeichnungen befinden sich innerhalb der Akkolade. Auf diese Weise werden etliche Stücke aus dem Bereich der Popularmusik arrangiert. Aus der Gitarrenfraktion gibt es Personal Jesus von Johnny Cash. Weiter vereinfacht wurden auch einige Bearbeitungen von Axel Bentin. Dazu gehören der Dylan-Song How Many Roads und Lady in Black. In einem anderen Zusammenhang entstand Candle in the Wind von Elton John. Natürlich gibt es auch ein Beatles-Stück von No One. Bevor die ganze Sammlung des Ritter Rost von Felix Janusser aufgeführt wird, darf man sich mit der Literatur von Jazz Big Bands der Oberstufe beschäftigen, wozu Mr. Sandman von Pat Ballard gehört. Dies ist keine vollständige Übersicht. Idee ist, dass viele Anfänger Keyboard mit Begleitautomatik spielen. Wenn man die Akkordklassen auf Tastenkombinationen überträgt, bleibt alles meist überschaubar. Vorausgesetzt, man versteht es, die eigene Stimme als Instrument zu nutzen. Falls die gewählte Tonart nicht der eigenen Stimmlage entspricht, kann man mittels der angegebenen Akkorde beliebig transponieren. Es sei denn, man benutzt die zur Verfügung stehende Funktion des Instruments. Wer auf einem akustischen Piano spielt, hat mit dem vorliegenden Heft die Möglichkeit, mittels Rifftechnik über den Blocksatz hinausgehende Begleitpatterns zu entwickeln. Wichtig ist, dass die rechte Hand volle Akkorde greift. Entweder weil das Piano sowieso einen anderen Instrumentalisten oder Sänger begleitet oder wegen des eigenen vokalen Vortrags. Dieses Verfahren wird in anderen Methoden erst nach längerer Vorlaufzeit angewandt. Dieser Prozess wird hier abgekürzt. Wozu Zeit mit virtuosen Übungen vergeuden, wenn von vornherein klar ist, dass es außer Begleitautomatik auch eine Begleittechnik gibt? Diese besteht aus Harmonien und wird aufgrund des füllenden Klangs nicht im Bass ausgeführt, sondern in der mittleren Lage des Diskants. Zusammengefasst, hier wird keine Kunst oder überzüchtete Virtuosität am Klavier entworfen, sondern ein vereinfachendes Konzept. Man kann auf der Klaviatur die Systematik der Diatonik anschaulich begreifen. Viele Menschen suchen für solistische Zwecke eine Verstärkung. In diesem Sinne unterstützt dieses Arrangement das Zusammenfinden von schöpferischen Menschen mit Rhythmus, das nämlich genau Accompagnare bedeutet, und vieles andere mehr. Damit sind wir wieder bei den neuen Musen. Ich wünsche mir, dass sich auch die anderen Facetten dieses multiplen Wertes vom Wesen des Rhythmus weiterhin erschließen.